Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Froh, wir, das sind Nicola, Alexandra und Reinhard, haben uns mit der Frage nach einer gerechten Gesellschaft auseinandergesetzt. Ein Thema, das theoretisch klingen mag, das uns aber alle betrifft. Was ist eine gerechte Gesellschaft? Ist es nur eine Utopie oder ist sie möglich? Welche Aspekte versteht man darunter? Denkt man an Sozialhilfe, Toleranz, Gleichheit der Geschlechter? Wir haben uns in der Linzer Innenstadt umgehört, wie sich die Menschen eine gerechte Gesellschaft vorstellen. Eine gerechte Gesellschaft stelle ich mir so vor, dass jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seiner Leistung honoriert wird. Soziale Ausgewogenheit. Das ist gerecht. Das ist was für jeden anders. Ich meine. Aber ich sage ja soziale Ausgewogenheit, dass es an jedem halbwegs gut geht. Ja, da müsste eigentlich einiges gemacht werden. Das fängt schon an mit Integration, dass das nicht gerecht abläuft als Ausländer oder als Inländer. Das fängt schon in der Schule an mit Mädchen und Jungen, dass sie unterschiedlich behandelt werden. Da gibt es verschiedene Punkte eigentlich. Naja, tolerante Gesellschaft. Einmal in erster Linie ist eine gerechte und naja, ja, im Großen und Ganzen tolerant. Und was man nur vorstellt, ist halt ein bisschen mehr, dass man gegenüber die Frauen, also lohnmäßig, Mann, Frau, dass da ein bisschen mehr zubegegnet. Ja, das Erste, würde ich mal sagen, ist die Achtung von Menschen einfach. Es ist einfach ganz egal, ob klar, groß, hell und dunkel. Das ist einfach das, für mich einfach das Wichtigste, wo ich sage, okay, das ist, steht einmal an erster Stelle. Ich würde sagen, leben und leben lassen, wie man so schön sagt. Nicht? Und dass auch jene, die halt weniger haben, auch so viel haben, dass einfach menschenwürdig leben können. Das ist einfach das, dass man sagt, man unterstützt da jene, die was einfach einmal Hilfe brauchen. Und dass man so tolerant ist und sagt, okay, wir sind nicht nur die Oberschicht, sondern wir gehören alle zusammen und wir wollen alle miteinander auf dem Planeten angenehm und friedlich leben, sagen wir so. Wie kann diese Idee verwirklicht werden? Muss die Politik eingreifen durch Sozialleistungen oder Änderungen im Steuersystem? Oder ist jeder Einzelne gefragt? Wir wollten wissen, wie die Idee einer gerechten Gesellschaft verwirklicht werden kann. Das können die Politiker machen. Ja, in der jetzigen Gesellschaft gar nicht. Naja, durch die Politiker, beziehungsweise natürlich in erster Linie, dass sehr viele Gesellschaften zusammenhelfen, dass da ein bisschen was weitergeht, nicht? Ja. Ich würde sagen, nur Versammlungen alleine ist es nicht. Aber ich meine, es ist eh schon so viel gesagt, aber es wird natürlich sehr mühsam, nicht? Da habe ich leider auch kein Patentrezept in der Tasche. Gerechte Behandlung, Mädchen, Jungen, Kindergarten oder Schule geht wahrscheinlich nur über gemischte Betreuungssysteme. Das heißt, überwiegend sind da von Frauen betreut, dass da wahrscheinlich mehr Männer reingehörten. Die müsste man dann motivieren, dass man dort reinbringt. Mit den Integration oder Ausländerfertigkeit, das muss, glaube ich, im Kopf stattfinden. Ich glaube, da ist in Österreich der Punkt noch nicht so weit, dass die Gesellschaft nicht akzeptiert hat, dass eigentlich Österreich ein Zuwanderungsland ist. Ja, ich denke mir, es kommt einmal auf jeden Einzelnen an. Nicht? Es muss auch jeder seinen Beitrag leisten. Das ist einfach, man kann nicht sagen, man fängt oben an, sondern man sagt, man fängt wirklich bei sich an, bei seiner Familie an, bei seinen Freunden an, bei seinen Nachbarn an. Und wenn wir alle wirklich mit Respekt dem anderen gegenüber ja, kommunizieren, dann denke ich mir, schaffen wir das auch. Sind die Österreicher bereit, selbst aktiv zu werden? Wie zuversichtlich sind sie, etwas beitragen oder ändern zu können? Was möchten die von uns befragten Passantinnen und Passanten zu einer gerechten Gesellschaft beitragen? Was ich beitragen will? Also ich habe schon genug beigetragen, aber ich habe nichts erreicht, also politisch, und daher ich kann nur weiter so mit meinen Gedanken und meinen Ideen und weiterbringen, dass ich das umsetzen kann, aber Hoffnung habe ich nicht viel in meiner Generation. Wenn ein Pensionist, ich kann nicht mehr recht viel beitragen dazu sagen. In meiner Arbeitszeit habe ich sicher versucht, kollegial zu sein. Also ich denke mir, wenn ich sehe, es braucht ja Hilfe, dann, wenn es ich sehe, hilfe ich dem persönlich, unterstütze ich auch verschiedene Institutionen, die was einfach das Geld brauchen. Wenn man sagt, okay, alles kann nicht der Vaterstaat zahlen, sondern wir müssen selber ein bisschen was beitragen.
Ich denke, ich halte meine Augen offen und sehe auch, wann wo noch der Mann ist. Weil direkte Hilfe ist manchmal am besten. Man braucht nicht irgendwo sich in der Welt bewegen, sondern man hat es eigentlich oft vor der Haustür. Ob es jetzt Katastrophen sind, ob es Tragödien sind, ob es Unfälle sind, wo man sagt, okay, da braucht er was oder da gibt es Familien, da stirbt wer außer, wo ich sage, die brauchen das Geld sofort und da kann man nicht lang auf eine Behörde gehen und irgendwie warten, sondern da sollte man eigentlich gleich zutreffen. Was möchte ich beitragen? Naja, an und für sich, ich bin tolerant, ich habe auch meine Probleme mit uns, also ich nicht, unsere Ausländer da im Ding da. Lautstärke und, aber ich bin nicht so wie die anderen, die dann nur schreien, wenn es um Nein nur zugeht mit den Kindern. Weil ich denke, ich war auch jung. Ja. Das andere, ja, ich nehme mir was weg. Ich meine, ja, ich muss wissen, ich komme schon in ein Alter, wo man sagt, halt, man steht schon bei manchen ein bisschen drüber. Also ich probiere es jeden Moment beizutragen, wo es geht. Also ich bin eh in vielen Richtungen offen. Muss ich zwangsweise, weil ich eh zugewandert bin. Ich gehe mit den Sachen eh ganz anders um. Unsere Interviewpartner waren sich nicht einig, ob man die Verantwortung auf die Politik abschieben soll oder selbsttätig werden kann. Gerechte Gesellschaft bedeutet für uns eine Gesellschaft, in der jede und jeder im eigenen Wirkungsbereich sich überlegt, was sie oder er verbessern kann. Oft reicht es schon im Alltag, auf Ungerechtigkeit zu achten und bewusst und aktiv dagegen zu wirken. Also werden Sie aktiv und engagieren Sie sich. Wir verabschieden uns sehr herzlich von Ihnen.